Für meine Schulprojekte benötige ich wieder mal neue Laubsägebrettchen und diese säge ich mir mal selber. Für die Konstruktion benötige ich hier einen Ausschnitt für die Konstruktion, die ich selber machen möchte. Hierbei zeige ich euch mal, wie ich 15 cm Material stärke. Als Stapelschnitt, das sind mehrere Teile, als Stapelschnittsäge. Dabei werde ich auch mal einen Materialrückzug riskieren. Das heißt, in dem Fall empfehle ich sowas keinem, weil dabei kann das Sägeband von der Rolle hüpfen. So, einmal kurz einschalten, das Licht hier. Ja. Gehörschutz aufsetzen und los geht's. Ein sehr sauberer Schnitt und das ist das Abfallholz. Riefenfrei und lichtreflektierend, so glatt gesägt. Wie es damit weitergeht, zeige ich sicherlich auch in einem anderen Video. Also seid schlau und bleibt neugierig. Ciao, ciao. Den V-Schnitt habe ich ebenso gesägt an der Bandsäge. Und genutzt habe ich diese Bandsäge hier von Pegas mit meinem kleinen Maskottchen.